Herzlich willkommen beim Buddynet Hotelcheck. Wir haben bei unserer diesjährigen Fahrt nach Ägypten das Gifton Beach Resort für Sie besucht. Das Hotel liegt nur wenige Autominuten vom Flughafen Hurghada entfernt und ist das älteste am Platz. Der große Foyerbereich begrüßt den Ägyptenurlauber mit einem freundlichen Hallo. In diesem Gebäude ist das Restaurant, die Bank, die Schließfächer und einige Bars untergebracht. Die Außenbar bietet viel Platz für Sonnenanbeter oder für Nachtschwärmer. An den Abenden wird hier regelmäßig musikalische Unterhaltung geboten. Die Karaoke-Bar bietet jeden Abend Unterhaltung. Aber Vorsicht, wer mit Karaoke oder Bingo nichts am Hut hat, sollte diesen Bereich besser meiden. Das Gifton Beach Resort zeichnet sich durch seine herrlich gepflegten und üppigen grünen Parkanlagen aus. Die vielen kleinen Bungalows liegen eingebettet in der wunderschönen Grünanlage. Die vielen großen Bäume bieten auch an heißen Tagen ausreichend Schatten, um zwischen den Bungalows und dem Haupthoteltrakt zu wandeln. Dank vieler fleißiger Helfer blüht die Anlage das ganze Jahr hinüber. Am Ende des Bungalow-Bereichs schließen sich die Sportanlagen an, gleich gefolgt vom Pool und dem Roten Meer. Allgegenwärtig sind in dieser Anlage und typisch für Ägypten natürlich die Katzen, die überall zwischen den Bungalows in den grünen Anlagen ihr Zuhause haben. Einmal kosten wir den Duft der süßen Blüten und dann stehen wir vorm großen Pool. Die Anlage ist sehr weitläufig und dank der Nachsaison, in der wir uns momentan befinden, gibt es hier im Moment ausreichend Platz. Gleich neben dem großen Pool befindet sich der Kid Club. Zusammen mit einem großen Spielplatz und der klimatisierten Schildkröte für die kleinen Besucher ist hier für alles gesorgt. Geschultes Personal steht jederzeit für die Betreuung ihrer Kinder zur Verfügung. Der zweite Pool bietet an diesem Dezembervormittag ausreichend Platz für alle Besucher. Und wenn wir nun der Poolanlage den Rücken zuwenden, erreichen wir über einen flach abfallenden Sandstrand nach wenigen Metern das Rote Meer. Flach abfallend und mit 25 Grad Wassertemperatur bietet dieser Strand die optimale Urlaubsbasis für alle Sonnenhungrigen und Badegäste. Nach wenigen Metern erreichen wir die direkt an die Hotelanlage angeschlossene Tauchbasis von James und Mac. Diese seit mehr als 18 Jahren bestehende Tauchbasis bietet vielen Tauchern jedes Jahr die Möglichkeit, das Rote Meer auf neue Art und Weise zu entdecken.
modernes Tauchequipment, gut geschulte Mitarbeiter und eine Flotte moderner Schiffe lassen das Taucherherz höher schlagen. Die Tauchbasis bietet einen optimalen Service und ist deshalb selbst in den Wintermonaten stark besucht. In unmittelbarer Nähe der Tauchbasis befindet sich der Badestrand des Gifton Beach Resorts sowie das Sport- und Fitnesscenter. Und nach wenigen Schritten können wir uns zum ersten Mal in unmittelbarer Nähe des Badestrandes von der Wasserqualität des Roten Meeres überzeugen. Die ersten Wracks liegen direkt am Strand. Und vom Steg aus kann man im klaren Wasser schon die ersten Fische deutlich erkennen. Von der Anlegestelle aus haben wir einen guten Überblick über den Badestrand und die vor Anker liegenden Schiffe direkt vor unserem Hotel. Hier werden alle möglichen Wassersportarten angeboten. Neben Schnorcheln, Windsurfen und Tauchen wird hier auch gesurft. Wer möchte, kann auch mit dem Glasbodenboot eine Ausfahrt machen. Für alle Nichttaucher bietet sich eine Ausfahrt mit dem Glasbodenboot an. Auf diese Art und Weise kann man selber einen Blick auf die Schätze des Roten Meeres werfen, ohne dabei nass zu werden. Wir genießen jetzt schon die Aussichten auf einen exzellenten Tauchurlaub in einem sehr schönen Hotel und einer professionell geführten Tauchbasis. Und während für viele Sonnenanbeter die Sonne über dem Roten Meer untergeht, freuen wir uns auf die morgige Tauchexkursion.